Die fünf Namen, Jakob Böhme, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Gottlieb Fichte, Hermann Lotze, Rudolf Barrow, sicher allen mehr oder weniger bekannt. Und weil es ja auch so viele sind, gleich fünf, werde ich nicht auf alle im gleichen Maße eingehen. Weil Jakob Böhme haben wir hier schon des Öfteren behandelt. Den werde ich nur kurz jetzt nochmal, weil der Ausgangspunkt ist, nehmen. Lessing haben wir alle ausgiebig in den Schulen gehabt, auch wenn es bei manchen lange her ist. Den auch nur kurz. Und die anderen drei dann vielleicht ein bisschen mehr. Kurzes Mal noch zum Gesamtrahmen, so zur Einleitung. Jakob Böhme wurde nahe bei Görlitz geboren, wo er lange Zeit lebte und schrieb und gilt als der erste deutsche Philosoph, dessen Anregungen für die deutsche und europäische und weltweite Kultur- und Geistesgeschichte wahrhaft erstaunlich sind, wenn man ja weiß, was wir alle wissen, dass er eben nie studierte, sondern das so aus einem inneren Impuls selbst hervorbrachte. Ja, Lessing aus Kamenz, den sieht man als den eigentlich wichtigsten deutschen Aufklärer und auch Vordenker einer Weltethik. Der in Ramenau geborene Johann Gottlieb Fichte entwickelte eine Philosophie der Freiheit, in welche Freiheit nicht als Vertretung egozentrischer Interessen sieht, sondern als eben eine persönliche, aus universeller Verbundenheit fließende Inspiration, auch sein Besonderes zum Weltgeschehen beizutragen, und hatte dadurch auch enormen Einfluss auf Dichter und Denker und Politiker und Philosophen. Rudolf Hermann Lotze ist wahrscheinlich der Unbekannteste. Er hatte beim nächsten Vortrag durch Ulrich Schollmeier auch noch ein extra Thema, aber da Uli nicht alle Themen erwähnen wird, werde ich einen Teil von ihm mit hineinnehmen. Geboren in Bautzen, aufgewachsen in Zittau, gilt laut Stanford Enzyklopädie als der seinerzeit einflussreichste Philosoph Deutschlands, vielleicht sogar der Welt. Er gab Impulse für alle wichtigen philosophischen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Er ist nur deshalb so unbekannt, weil er halt so ganzheitlich war. Was die heutigen Philosophen alle, die verschiedenen Strömungen, verstehen alle einen Teil davon. Aber er hat damals einen Entwurf gemacht, der so erstaunlich ist, dass spätere einfach nicht mitkamen, das jetzt konkreter zu entwickeln. Einen Teil werde ich dann mal kurz versuchen darzustellen. Und Rudolf Barrow, also der Letzte in der Reihe, geboren in Bad Flensburg, also heutigen Polen, auch nicht allzu weit von hier, gab einige wesentliche Impulse, die nach meinen Recherchen gar nicht unwichtig waren für die russische Perestroika, auch für den Berliner Mauerfall und für die sonstige, auch spätere tiefenökologische Bewegung. So, das mal als allgemeiner Hintergrund. Ich habe mich dann auch gefragt, eben in meinen Forschungen, weil ich das faszinierend fand, dass unser doch im gewissen Sinne derzeit unscheinbare Region solch bedeutende Geister hervorbrachte, woran es liegen kann. Und kam dann dahin, dass einmal ist ja bekannt, diese Gegend ja früher doch eine bedeutendere Geschichte hatte. Es war eine der ersten weltweiten Regionen, die eben so eine Art bürgerliche Freiheit hervorbrachten, den Sechs-Steckel-Bund, auch quasi die Zugehörigkeit zu den religiösen und weltlichen Herrschern wechselte. Das schuf also einen gewissen Freiraum eigenen Denkens, der damals wahrscheinlich noch nicht so verbreitet war. Und der wahrscheinlich wichtigste Grund ist hier der dritte, denke ich, dass wir hier ja im gewissen Sinne weltgeschichtlich oder weltgeografisch am Schnittpunkt von Ost und West liegen. Also wo östliches Kultur- und Gedankengut und westliches sich durch Handelswege immer überschnitten haben. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Hintergrund dafür, alle fünf etwas waren, was man heute so in der modernen Szeneentwicklung als integrale Philosophen versteht. Also man kann es übersetzen als ganzheitlich, das trifft es aber nicht so ganz. Diese integrale Philosophie entwickelt sich so heute weltweit erst überhaupt, aber sie fängt an, in den letzten 20 Jahren sich zu strukturieren. Und das Besondere an ihr, sie verbindet Äußeres mit Inneres. Ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, weil es ja auch so magisch-mystische Worte sind, wenn man die so ersetzen will. Äußeres hat das, was wir mit unseren Sinnesorganen sehen, riechen, hören, schmecken, fassen können. Und wir haben inzwischen alle, oder jeder hat auf seine Weise Erfahrung, dass die Welt nicht nur aus den Dingen besteht, die wir sehen, hören, riechen, schmecken können,
sondern es eben andere Dimensionen gibt, die einen religiös betrachten, dritte spirituell und vierte physikalisch als Nullpunktfeld oder dunkle Energie. Und dass eben der Versuch bei allen war, das zusammenzudenken, dass der Mensch eben nicht nur ein äußeres physisches Wesen ist, sondern eben auch ein geistiges, seelisches, was im Zugang auch zu diesen anderen Welten hat. Sie verbanden beide Verstand mit Gefühl, das wird auch noch deutlich werden. Und auch nicht unwichtig, alle sahen den Menschen nicht nur als ein Produkt eines Gottes, einer Weltgeschichte, einer Politik, sondern als einen fähigen, freiheitlich verantwortlichen Mitschöpfer der weiteren Evolution und Geschichte. Es gibt hier eine nette Übersicht, die habe nicht ich gemacht, sondern Freunde aus dieser integralen Bewegung, wo spannenderweise in Jakob Böhme da am Anfang steht, dieser Zeitachse, also sie nennen das damals evolutionäre Spiritualität, eben was diesen letzt genannten Punkt ausdrückt, also eine Weltsicht, in der der Mensch schon das Produkt des Universums, der Evolution oder der Schöpfung ist, aber eben nicht nur eins, was da zufällig entstanden ist, sondern mit einer bestimmten Mission, Aufgabe, Möglichkeit, eben die weitere Entwicklung dieses Geschehens maßgeblich mit zu gestalten. Also die Evolution durch den Menschen fortzusetzen. Und hier taucht dann von den anderen, doch Fichte taucht dann auf in der Mitte, die anderen nicht, weil wie gesagt, Lotze ist einfach zu sehr verdrängt. Lessing ist noch zum Teil ein Philosophen, Barum zu unbekannt. Aber spannend, also selbst dieses Bild, was ja nicht hier gemacht wurde, sondern irgendwo in Frankfurt oder München, ne, da kennt an, dass Jakob Böhme da der Ausgangspunkt war. Und deshalb fangen wir auch mit ihm an und mit einem Zitat, was das auch nochmal schön ausdrückt, diese Verbindung von außen und innen. Die Forschung muss von innen, im Hunger der Seelen anfangen. Denn das Vernunftforschen geht nur bis in das Gestirn der äußeren Welt. Aber die Seele forscht in der inneren geistlichen Welt, daraus die sichtbare Welt entstanden oder ausgeflossen ist, darin sie mit ihrem Grunde steht. Jakob Böhme aus den theosophischen Sendbriefen. Gut, sonst, wie gesagt, Böhme ja hier bekannt, in Altseidenberg geboren, Görlitz, Sturm und das Bild ging ja auch schon des Öfteren, glaube ich, hier durch diesen Raum. Noch ein paar Zitate von ihm. Das ist quasi sein erster Spruch, der am Beginn seines ersten Werkes zu lesen ist, der Aurora. Und ich finde ihn einer der genialsten von ihm. Also ich vergleiche die ganze Philosophie, Theologie und Astrologie, was seinerzeit in Wissenschaft bedeutete, samt deren Mutter mit einem köstlichen Baum, der in einem schönen Lustgarten wächst. Und wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, eben sagt das, dass Philosophie oder die ganze Wissenschaft eben nicht dazu dient, irgendwelche Experten zu konstituieren oder zu strukturieren, sondern letztendlich dazu da ist, den Menschen eine größere Möglichkeit von Lebensfreude, von Lebensgefühl zu ermöglichen. So. Was eben in der heutigen Wissenschaft und Philosophie nur beschränkt gegenwärtig ist. Und ein anderer seiner Gedanken, der ihn eindeutig zum Philosophen macht, weil es ja viele gibt, die sehen ihn eher als einen Mystiker oder Reformdenker oder was auch immer, aber dieser Satz, es kann ein Mensch vom Mutterleibe an im Lauf seiner Zeit in dieser Welt nichts fürnehmen, das ihm nützlicher und nötiger sei als dieses, dass er sich selbst recht lerne erkennen, was er sei, woraus oder von wem er, wozu er geschaffen worden und was sein Amt sei. Wenn man sagen kann, nach Hegel, es gibt so verschiedene Wege zum Absoluten, nur die Kunst macht es durch Kreativität, die Religion durch Glaube und Philosophie durch Erkenntnis, so sagt er eben klar, der Mensch kann es erkennen, was er ist in diesem Universum. Also eine eindeutige Positionierung. Und der zweite Gedanke, der für die Philosophie-Geschichte auch maßgeblich ist, Hegel sagte irgendwann, der letztliche Fortschritt der Philosophie ist ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit des Menschen, was ich eingangs sagte, in dieser evolutionären Möglichkeit, eben aus eigener Intention etwas beizutragen und sich nicht nur als ein Produkt, als abhängiges
Ergebnis seiner Umstände zu fühlen, sondern seine eigene Inspiration in die Welt fließen zu lassen. Und Hegel also, der tiefere Sinn der Geschichte der Philosophie ist, dies den Menschen bewusst zu machen. Und da ist Böhme also für die europäische Philosophie eigentlich der Erste, der das so deutlich ausspricht. Denn jeder Mensch ist frei und ist wie ein eigener Gott. Er mag sich in diesem Leben in Zorn oder in Licht verwandeln. So der Mensch freien Willen hat, so ist Gott über ihn nicht allmächtig, dass er mit ihm tue, was er wolle. Der freie Wille ist aus keinem Anfange, auch aus keinem Grunde in nichts gefasset oder durch etwas geformt. Er ist sein selber eigener Urstand aus dem Worte göttlicher Kraft. Er formet ihm in seinem eigenen Willen selber ein Zentrum zu seinem Sitze. Er gebäret sich im ersten Principio zum Feuer und Lichte. Sein rechter Urstand ist im Nichts, dass sich das Nichts in eine Lust zur Beschaulichkeit einführet. Und die Lust führet sich in einen Willen und der Wille in eine Begierde und die Begierde in ein Wesen. Auch da wieder, wenn man näher hinschaut, auch die Verbindung eben zu diesem ersten seiner Sätze mit diesem Lustgarten, das Wort Lust taucht ja auch auf. Also es hat für ihn Philosophie immer noch mit einer inneren Freude vor allem zu tun. Es ist nicht nur eine geistige Veranstaltung, sondern es berührt den Menschen so in seinen größten, tiefsten Sehnsüchten. Aus jetzt dem Mysterium Magnum. Das sind, glaube ich, die letzten Zitate. So mögen wir nur zusehen und was Gutes aus uns gebären, denn wir haben das Zentrum der Natur in uns. Machen wir einen Engel aus uns, so sind wir das. Machen wir einen Teufel aus uns, so sind wir das auch. Darum sehe ein jeder zu, was er tut. Es ist ein jeder Mensch sein eigener Gott und auch sein eigener Teufel. Zu welcher Qual er sich neignet und einer gibt, die treibet und führet ihn, derselben Werkmeister wird er. Gut, das zu Böhme. Jetzt zum nächsten Gotthold, Ephraim Lessing. Kamenz, sicher bekannt, eine kleine Stadt, circa 40 Kilometer von hier. Der von ihm schönste Satz, finde ich, ist dieser aus Nathan der Weise. Wohlan, es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Auch da fällt deutlich, ne, dieses Wort Freiheit und es fällt das Wort Liebe. Und diese Intention, die ich anfangs eben mit dieser evolutionären Spiritualität meinte, wird in dieser Verbindung deutlich. Ne, so, dass der Mensch, wenn er sich zu dieser Freiheit aufspringen kann, aufschwingen kann, im Innersten eben fähig wird, der Welt etwas zu schenken, sich in dieser Welt zu verwirklichen. Sonst noch kurz zu Lessing zu sagen, hatte ich eingangs schon, ne, also die zentrale Gestalt der deutschen Aufklärung, seine Grundsätze, Kritik und Erziehung durch die Vernunft und zur Vernunft führen den Menschen zur Freiheit und unermüdliches Streben nach Wahrheit und sittlicher Vollendung prägen den Menschen. Lessing hat die literarische Entwicklung in Deutschland in allen Bereichen nicht nur mitgestaltet, sondern ganz entscheidend geprägt. Dabei entwickelte er eine neue literarische Streitkultur. Ihr Prinzip ist es, die Dinge im Gespräch, in der Gegenüberstellung unterschiedlicher Äußerungen zu klären, dabei vergleichbare Bilder, Ironie, Witz, Wortspiele und direkte Anrede nicht nur in Theaterstücken auf der Bühne, sondern auch in theoretischen Abhandlungen zu benutzen. Noch ein paar schöne Stimmen zu Lessing, die nicht so bekannt sind, also von Goethe. Ein Mann wie Lessing tät uns Not, denn wodurch ist dieser so groß als durch seinen Charakter? So kluge, so gebildete Menschen gibt es viele, aber wo ist ein solcher Charakter? Und von Heine aus seiner Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Merkwürdig ist es, dass jener witzigste Mensch in Deutschland auch zugleich der ehrlichste war. Nichts gleicht seiner Wahrheitsliebe. Lessing machte der Lüge nicht die mindeste Konzession, selbst wenn er dadurch in der gewöhnlichsten Weise der Weltklugen den Sieg der Wahrheit befördern könnte. Gut, das ist jetzt
also ähnlich kurz zu Lessing, nur um zu zeigen, dass er also durchaus in der Reihe der Philosophen auch würdig genannt werden kann, dass er nicht Aufklärer und Dichter war, aber zugleich das, was wir jetzt hier als Philosophen betrachten, Fichte. Nicht weit von Lessing geboren, Ramenau. Mein Lieblingssatz von ihm ist das aus seinem Buch Anweisung zum seligen Leben, wo er eine nette Verbindung schafft, das, was eben unter diesem Schema dann als evolutionäre Spiritualität genannt wurde. Wir erinnern uns morgen. Also eine Art Gedanke, wie diese ganze Schöpfung oder Evolution überhaupt geschieht, was der tiefste Grundstachel, die tiefste Intention ist. Die Liebe teilt das an sich tote Sein gleichsam in ein zweimaliges Sein, dasselbe vor sich hinstellend und macht es dadurch zu einem Ich oder Selbst, das sich anschaut und von sich weiß. In welcher Ichheit die Wurzel allen Lebens ruht. Wiederum vereinigt und verbindet innigst die Liebe das geteilte Ich, das ohne Liebe nur kalt und ohne alles Interesse sich anschauen würde, diese letztere Einheit in der dadurch nicht aufgehobenen, sondern ewig bleibenden Zweiheit ist nun eben das Leben. Nun ist die Liebe ferner Zufriedenheit mit sich selbst, Freude an sich selbst, Genuss ihrer selbst und also Seligkeit. Und so ist klar, dass Leben, Liebe und Seligkeit schlichten eins sind und dasselbe. Vielleicht ein bisschen kurz eben nochmal jetzt darüber reflektiert, weil es in der Dichte nicht so leicht erschließbar ist, was da alles darin steckt. Eine Fichte gilt ja auch als Philosoph der Freiheit oder des Ich. Und das in dem ersten Satz ja auch zu lesen, dass er die Herausbildung des Ich, also des Menschen, des freien Menschen, des einzigartigen Wesens, was jeder ist, so einen wichtigen Impuls, eine wichtige Erscheinung in der Evolution oder Schöpfung oder Geschichte sieht, weil dort dadurch eben, wenn es ein Ich gibt und ein anderes, man sich gegenseitig anschauen kann, man sich über anderen erkennen kann, man Dinge bewegen kann, aber eben dieses Ich sieht er, wie deutlich wird, ihn nicht als ein vom Rest der Welt völlig getrenntes, nur seine eigenen Interessen verfolgendes, sondern letztendlich als ein im Sinne dieses größeren Gesamtgeschehens, was er mit dem Begriff Liebe, Freude, Leben bezeichnet, so sich verwirklicht. Dass also in diesem großen Fluss der Evolution, des Lebens, der Liebe, der Freude eben das Ich, die Einzigartigkeit jeden Menschen eben seinen Sinn hat, weil nur dadurch das Ganze zum Bewusstsein seiner selbst kommt und der Einzelne eben in diesem genannten Sinn etwas dazu beitragen kann. Kurz auch eine Stimme zu Fichte von Höllerin. Fichte ist jetzt die Seele von jener. Also kurz zur Geschichte von Fichte, weil die vielleicht nicht so bekannt ist wie von Böhme und Lessing. Also Fichte war ja Sohn nur eines Leinwebers in Ramenau, hatte dann das Glück, dass ein Gutsbesitzer sein Talent entdeckte, den in die Schule schickte. Und weil er da wieder so und so gut war, kriegte er ein Stipendium für die Universität. Und hat das Studium zwar nie abgeschlossen, weil das Geld dann nicht ausreichte, aber war dann irgendwie halt auch begünstigt von der Situation der Zeit, kam in Kenntnis von Kants Büchern, las Kants Bücher, wanderte durch ganz Polen hin zu Kant nach Königsberg und schrieb ein Buch zur Kritik aller Offenbarung, was er dann quasi anonym veröffentlichte und was die Welt als ein Werk von Kant sah, kam erst in diesem Schatten sozusagen des damals berühmteren Kant so in die Wirklichkeit. Und dadurch wurde die Welt auf ihn aufmerksam und als er sichtbar war, es war nicht Buch von Kant, sondern von Fichte, hatte er also mit einem Schlag eine riesige Anerkennung und wurde halt nach Jena zum Professor berufen, obwohl er nie ein Studium abgeschlossen hatte. Das galt damals noch. Gut, wenn man halt entsprechend begabt war. Und hatte eben eine ungeheure Wirkung dann. Also wie es jetzt hier steht, Fichte ist jetzt die Seele von Jena und Gott lobt, dass er es ist. Ein Mann von solcher Tiefe und Energie des Geistes kenne ich sonst nicht. In den entlegensten Gebieten des menschlichen Wissens, die Prinzipien dieses Wissens und mit ihnen die des Rechts aufzusuchen und zu bestimmen,
Und mit gleicher Kraft des Geistes die entlegensten, kühnsten Forderungen, Folgerungen aus diesen Prinzipien zu denken und trotz der Gewalt der Finsternis sie zu schreiben und vorzutragen, mit einem Feuer und einer Bestimmtheit, deren Vereinigung mir arm ohne dieses Beispiel vielleicht ein unauflösliches Problem geschienen hätte. Dies ist doch gewiss viel und ist gewiss nicht zu viel gesagt von diesem Manne. Noch kurz eben zur Fichte zu sagen, er hatte also, wie einleitend schon eingedeutet, also auch einen riesigen Einfluss auf die gesamte spätere Philosophiegeschichte, also die dann später Schelling, Hegel, die Anthroposophie, Steiners erstes Buch, die Philosophie der Freiheit und viele andere, auch der kommende Lotze, haben von ihm viele wichtige Impulse empfangen. Die gesamte deutsche Romantik siedelt sich damals in Jena an, weil Fichte da war, also auch die Literaturgeschichte wurde inspiriert und auch die Politik, weil er ging dann, als er in Jena Schwierigkeiten bekam, aufgrund seines Mutes zur Wahrheit, ne, entwickelte er einen etwas anderen Gottesbegriff, sodass man ihn dann doch wieder rauswarf und er wurde dann berufen zum ersten Rektor der Universität Berlin und hielt da seine damals berühmten Reden an die deutsche Nation, wo er also mit diesem Freiheitsimpuls die Deutschen aufruft, selbstbewusst zu werden. Und nicht nur als Spielball damals vieler kleiner Staaten, so zwischen Russland und Österreich und Frankreich sich zu spüren, sondern sag mal zum Selbstbewusstsein der deutschen Nation zu erwachen, sage ich mal. Das hatte geistig einen starken Einfluss auf die ganzen Politiker damals und führte wahrscheinlich auch stark dazu, dass dann Sache dann irgendwann diese deutsche Nation vorging. Ja, Lotze, wie gesagt, vermutlich der Unbekannteste. Geboren am 21. Mai 1817 in Bautzen, aufgewachsen in Zittau, gestorben in Berlin. War seinerzeit einer der bekanntesten und meist diskutierten Philosophen in Deutschland, mit großer Wirkung auch weltweit. Die englischsprachige Wikipedia-Seite, wie gesagt, ich habe entdeckt, auf den deutschen Seiten gilt er so als einer von vielen Philosophen. Spannenderweise auf den amerikanischen und der englischen erkennt man sozusagen seine Bedeutung. Sehen ihn als einzigartige Verbindung der großen deutschen Philosophen einerseits, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel und der großen Humanisten, Lessing, Goethe, Schiller, Herder andererseits. Ja, und unten als Beispiel, wie gesagt, in der Stanford-Enzyklopädie, der einflussreichste Philosoph in Deutschland, wahrscheinlich der Welt, zumindest um 1900. Und da, wie gesagt, nächste Woche Ulrich Schollmeier noch seine Sicht auf ihn erzählen wird, er hat dazu ja auch letztes Jahr eine Ausstellung gemacht im Potsdamer Museum, wir hatten auch eine Konferenz dazu, werde ich jetzt nur einen bestimmten Aspekt herausnehmen, und zwar den, der ihn in dem eingangsgesinnten genannten Sinne zum integralen Philosophen macht. Also der, ähnlich wie die anderen genannten Denker, Böhme, Lessing, Fichte, eben eine Brücke findet zwischen dem sonst oft auch in der heutigen Welt nur stark getrennten Inneren und Äußeren. Ne? Wir haben heute eine Wissenschaft, die sich mit dem Äußeren beschäftigt, und das andere gilt als Spiritualität oder Esoterik oder Religion, ist nach wie vor nicht entwickelt in der modernen Kultur diese Mitte, die aber wahrscheinlich nötig ist, dass, wenn der Mensch eben wirklich ein selbstbewusstes Wesen werden will, was nicht nur abhängig von Eltern, Politik, Medien eben irgendwo durch die Welt irrt. Und deshalb eben alle diese fünf versuchten eben das zu zeigen, dass es möglich ist und notwendig ist, dass der Mensch sich als dieses integrale Wesen versteht, was als körperliches, sinnliches, physisches Wesen existiert, aber seine Inspiration, Kraft, seine Freiheit eben aus der Verbindung mit dieser anderen Dimension des Seins, wie man die nennen mag, gewinnt. Und in seinem damals berühmtesten Buch, damals viele Auflagen, hatte Mikrokosmos Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit, Versuch einer Anthropologie. Ja, also deutlich Mikrokosmos meint der Mensch als Mikrokosmos des ganzen Kosmos. Fallen ein paar sehr spannende Sätze, die ich in dieser Klarheit eigentlich noch nirgendwo gefunden habe. Deshalb lese ich jetzt einfach mal in Ruhe vor und einfach versuche, dass sie das sich hineinzufühlen oder auch mitzulesen. Gutes und Güter
bestehen nicht als Güter und Gutes außerhalb des fühlenden, wollenden und wissenden Geistes. Sie haben nur als seine lebendigen Bewegungen Wirklichkeit. Das Gute an sich ist die genossene Seligkeit. Die Güter, die wir so nennen, sind Mittel zu diesem Gut, aber nicht selbst das Gut, ehe sie in ihren Genuss verwandelt sind. Gut aber ist nur die lebendige Liebe, welche die Seligkeit anderer will. Und sie ist eben das Gute an sich, dass wir suchen sie, indem sie Wirklichkeit hat als eine Bewegung des ganzen lebendigen Geistes, welche sich selbst weiß, sich fühlt und sich will, ist eben deswegen nicht nur eine formale, allgemeine Bedingung, unter der irgendeinem anderen, dass sie erfüllte, zukäme gut zu sein, ohne dass sie selbst es wäre, sondern sie ist das Einzige, das im eigentlichen Sinne diesen Wert hat oder dieser Wert ist. Und alles andere, Entschlüsse, Gesinnungen, Handlungen, besondere Richtung des Willens, all dies trägt nur abgeleiteterweise mit ihr denselben Namen des Guten. Keinerlei wesenlose, unwirkliche und dennoch an sich ewig gültige Notwendigkeit, weder ein Reich der Wahrheiten noch ein Reich der Werte, ist früher als das erste Wirkliche, sondern das Wirkliche, welches die lebendige Liebe ist, entfaltet sich in die eine Bewegung, die dem endlichen Erkennen sich in die drei Seitenkräfte des Guten, welches ihr Ziel ist, des Gestaltungstriebes, der es verwirklicht und der Gesetzlichkeit zerlegt, mit welcher dieser die Richtung nach seinem Zwecke innehält. Am befriedigendsten wird es verhältnismäßig der christlichen Ethik gelingen, die einzelnen sittlichen Ideen als die verschiedenen Formen darzustellen, welche die tätige Liebe ihrem Verhalten vorzeichnen muss. Sie wird zeigen können, dass alle die strengeren, scheinbar erhabeneren Gestalten des Sittlichen, welche der Heroismus des Heidentums die Seligkeit verschmähend hervorhub, dennoch nichts sind, gegen die Mittel der Liebe und nichts, ohne in ihr zu wurzeln. Dass alle Gebote, welche durch die Bestimmtheit ihres Inhalts und durch die Leichtigkeit sich in eine Reihe scharf umschriebener Konsequenzen zu gliedern, unsere Aufmerksamkeit wissenschaftlich mehr auf sich ziehen, gleichwohl nur einen Mechanismus bilden, den das unmittelbar gestaltlosere und wie träumend erscheinende Prinzip der Liebe zu seiner eigenen Entfaltung erfindet. Von dem Ganzen des Idealbildes, welches die schaffende Liebe sich vorzeichnet, empfängt das Ganze der Natur und der Geschichte das Ganze seiner Aufgaben und vollzieht sie durch die Mittel eines zusammenhängenden Verwirklichungshaushaltes. Darauf müsste die Mühe der Ableitung gerichtet sein. Aus dem Begriffe der höchsten Liebe zuerst das Dasein eines allgemeinen Mechanismus in dem Hergang aller Dinge und dann aus diesem Gesamtinhalt dessen, was die Liebe will, die bestimmte Form dieses Mechanismus zu entwickeln, welche der Erzeugung aller Wirklichkeiten mit immer gleicher Treue und beständiger Gesetzlichkeit genügt. Gut, das war das Letzte. Da das ja auch eine Sprache ist, die uns nicht so gegenwärtig ist, kurz auch nochmal reflektiert. Sie haben wahrgenommen, dass bestimmte Begriffe, die bei den anderen auftauchten, wie Seligkeit, wie Liebe, auch hier wieder kommen. Letztendlich, weil es Begriffe sind, die genau diese Brücke bilden, die uns sonst eben nicht gelingt. Die Brücke zwischen etwas, was wir in dieser Außenwelt tun, was sich hier Mechanismus nennt, nur dass die Welt, wie wir sie normalerweise in der Wissenschaft kennenlernen, eben diese ist, die irgendwelche äußeren Veranstaltungen mechanischer Art mit Heroismus und sonstigen Dingen vollbringt. Und dass das eben seiner Meinung nach aber nicht der tiefere Grund oder der tiefere Sinn der Dinge ist, sondern dass das hervorgebracht wird, nur um einem nicht ganz so fassbaren Sinn von Evolution, den er jetzt mit dem Begriff, ähnlich wie Böhme,
Lessing, Fichte mit dem Begriff der Liebe benennt, weil es keinen anderen gibt, der diese Brücke einigermaßen für uns fassbar zum Ausdruck bringt. Rudolf Barrow, wie schon gesagt, geboren in Bad Flensberg, also 30 Kilometer östlich von hier, gestorben auch in Berlin. Das ist etwas, was auch die meisten verbannt. Böhme kehrte zurück nach Görlitz, aber er hatte dasselbe Problem wie alle anderen, dass er eigentlich hier keine Heimat fand. Die wurden alle hier geboren, aus dem Gedanken eben anfangs Grund, weil wahrscheinlich diese Gegend so zwischen Ost und West irgendwie so eine geistige Dichte hatte, aber die Region war bisher eben nicht fassbar, nicht offen dafür, diese Geister zu fassen. Sie brachte sie ja vor, aber die Realität war dann doch zu kleingeistig, kleinbürgerlich oder beschränkt, um irgendwas anzufangen. Die Probleme, die Böhme hatte, sind uns irgendwie bekannt, aber auch die anderen sind nicht zufällig halt nicht zurückgekehrt und dann halt in größeren Städten wirkend geworden und auch gestorben. Ähnlich also Rudolf Barrow. Er entwickelt in seinem Buch Logik der Rettung Versuche über die Grundlagen ökologischer Politik. Letztendlich eine spannende Theorie, die den Hintergrund hatte, zu verstehen, warum man die moderne Menschheit, die ja so gebildet ist, so fortschrittlich, wissenschaftlich entwickelt, es trotzdem nicht schafft, bisher den Schatten dieser modernen Welt, die wir im Außen eben ökologische Krise nennen, irgendwo auf die Spur zu kommen. Und man nennt das also eine Art Archäologie der Gründe. Und auch da wird sichtbar, eben, dass auch jetzt eine Brücke bildet zwischen dem Außen und dem Innen. Also der obere Kreis, Exterminismus, ist sowas wie Ausrottung. Wer die Presse liest, kriegt das ja mit, dass die Anzahl, sag mal, sterbender Arten, auch nur Schmetterlinge oder Käfer, so groß ist, wie sie in der Evolution bisher selten war und das nur halt Wert des Menschen ist. Die zweite Ursachenebene, die jetzt dahinter steht, nennt er Industriesystem oder Megamaschine. So hat jetzt von jemand anders, von Mumford kommen wir noch hin. Also eine Wirklichkeit, die in wirtschaftlicher oder auch politischer Weise wie eine große Maschine organisiert ist. Das passt zu dem Wort Mechanismus, was ich gerade von Lotze vorlas. Also die sich darauf reduziert, den Menschen als ein physisches Wesen zu betrachten und die deshalb in Strukturen organisiert, ob nur Schulen, Fabriken, Universitäten, die diese Seiten in ihm fördern, effizient zu handeln, zu denken, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, politisch und so weiter, aber die dadurch andere Seiten vernachlässigt. Und eben mit der Folge, dass wir einerseits eben einen ungeheuren Reichtum an materiell-technischen Dingen hervorbringen, aber um den Preis bestimmte andere Seiten in uns halt verdrängen, die damit scheinbar nicht zusammenpassen. Und weil er der Meinung war, dass war vielleicht für eine bestimmte Phase der Menschheit sinnvoll, aber hilft es also nicht weiter, war also seine Suche, wie können wir diesen verdrängten Teil auf die Spur kommen. Der nächste Kreis nannte er Kapitaldynamik, also man kann es auch Kapitalismus nennen, also eine Art von Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, was stark davon getrieben ist, dass es also um Anhäufung von Gewinn oder Profit geht. Wobei dann auch die Frage entsteht, warum ist das so? Weil das ja eben in der Menschheitsgeschichte jetzt hier in unserer westlichen Welt seit 600, 700 Jahren herrscht, aber die Menschheit ist älter und viel längere Epochen der Menschheit war es offenbar nicht so. Also entsteht die Frage, wo ist also weiter unten der Grund, dass sich das hier so entfaltet hat? Und er nennt die nächste Schicht also europäische Kosmologie. Andere, Max Weber nannte es dann die protestantische Ethik, also kurz umschrieben, also eine bestimmte Art von Weltsicht, von Religion, die den Menschen so auf seiner tiefsten Glaubens- und Selbstbewusstseinsebene suggeriert, dass er in dieser Welt, in diesem Außensinn erfolgreich sein muss. Ja, jetzt kann es jetzt nicht aussehen, aber Max Weber erklärt das eben so mit Calvin, dass der europäische Kapitalismus noch hier entstehen konnte, weil diese besondere christliche Ethik eben den Menschen suggerierte, du kannst anhand deines Erfolgs in dieser Welt, politischer oder wirtschaftlicher Art, Anzeichen gewinnen, ob du halt in Himmel oder Hölle kommst. Du kannst es nicht wissen, aber du kannst Hinweise bekommen. Und das meinte er, setzt eine Triebkraft her.
herbei, hervor im Menschen, die ihn Tatsache befähigt, relativ diszipliniert und fleißig und konzentriert und effektiv halt zu arbeiten, wirtschaftlich, politisch tätig zu sein, was in für bisherige Epochen der Menschheit einfach undenkbar war, dass Menschen halt von früh um 6 bis abends um 8 Anführungszeichen schuften für eine Sache, die gar nicht ihr Herz berührt. Und das ist eine bestimmte Art eben von Psychologie, die muss erstmal ausgebildet werden. Also europäische Kosmologie. Darunter steht dann das Patriarchat, das bedeutet in diesem Sinne, dass diese ganze Veranstaltung überhaupt nicht denkbar war aufgrund einer menschheitlichen Geschichte, die vor ca. 5, 6, 7, 8, 9.000 Jahren begann, wo also in bestimmten Situationen der Menschheit, die wahrscheinlich auch mit bestimmten ökologischen Krisen zu tun hatte, sich eine Art primär von männlichen Kräften, dieser Patriarchat, dominierte Kultur, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft hervortrat und die anderen Strukturen, die man jetzt matriarchal nennen können oder auch gefühlvoller oder sensibler oder liebevoller, so in den Hintergrund gerieten. Das war, wer die Geschichte kennt, ja auch mit viel Eroberung, mit viel Militär verbunden, Mittelalter, Hexenverfolgung, was auch immer. Also es gab dann viele deutliche Zeichen, dass Menschen, die da nicht mehr hineinpassten, quasi verdrängt, ein bisschen umgebracht wurden, damit sich diese Strukturen, die nicht zufällig auch stark von Männern dominiert sind, man versucht ja heute politisch zumindest dafür zu sorgen, dass ein bestimmter Prozentsatz von Frauen in Politik oder Wirtschaft eine Rolle spielen, also zu versuchen, das irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber solange man die tieferen Gründe nicht reflektiert, gelingt das halt nicht, weil es ja oft nur die Folge hat, dass die Frauen dann sich den Männern anpassen, um diese Rolle zu spielen, aber es eigentlich darum geht, in die verdrängten Qualitäten des Menschen sich wieder entwickeln müssten. Und deshalb in der letzte Punkt, Genotyp, Conditio Humana, geht dann also darin, seiner Meinung, dass wir ein bisschen in die Tiefe des Menschen schauen müssen, bis zu unserem Genotyp, da wo wir irgendwann in der Naturgeschichte oder Evolutionsgeschichte Mensch geworden sind, welche Potenziale wir als Mensch haben und sozusagen welche anderen Möglichkeiten in uns schlummern, um also vielleicht auch eine andere Art von Kosmologie, Dynamik, Gesellschaftssysteme vorzubringen, dass also diese Schatten, diese einerseits erfolgreichen und andererseits zerstörerischen modernen Welt eben vielleicht aufheben, auflösen kann. Und spannenderweise bei der Suche danach, was also die stärkste Kraft in dieser Conditio Humana ist, kommt ja zu demselben Wort wie die anderen, dem Wort Liebe. Also Rudolf Barron, das Louis Mumford, er zitiert ja den Mumford, von dem auch das Buch Megamaschine stammt. Liebe hat wieder Verstand, nur langsam an Wirkung in der organischen Welt gewonnen, da sie erst spät in dem Drama auftrat, das der Mensch selbst geschrieben hatte und inszenierte. Erfüllt sie erst einen kleinen Teil seines Denkens, Lernens und Tuns. Doch in der kommenden Verwandlung des Menschen wird die Liebe das zentrale Element der Integration sein. Liebe als erotisches Begehren und Erzeugungskraft, Liebe als Leidenschaft und ästhetisches Genießen im Betrachten des Schönen und in seiner Neuschöpfung, Liebe als Kameradschaft und nachbarliche Hilfe, Liebe als elterliche Fürsorge und Opfermut und schließlich Liebe in ihrer wunderbaren Gabe, das geliebte Objekt über alles zu stellen, es zu verherrlichen und zu verklären. Ohne Steigerung unserer Liebesfähigkeit in all ihren Möglichkeiten können wir kaum hoffen, die Erde und alle Geschöpfe, die sie bewohnen, vor den gefühllosen Mächten des Hasses, der Gewalt und der Zerstörung zu bewahren, die sie jetzt bedrohen. Und wer wagte von Liebe zu sprechen, ohne eine Philosophie, die den Menschen in ihren Mittelpunkt stellt. Genau. Damit Ende dieses Versuches zu zeigen, dass diese fünf Philosophen, die also alle hier in dieser Oberlausitz geboren wurden, nicht nur alle erstaunlich einflussreich waren für die Weltgeschichte oder Geistesgeschichte, sondern auch noch eine spannende gemeinsame Intention hatten, ne? Was ich anfangs integral nannte, dass sie versucht haben, also in dieser, ja bereits zu Böhmes Zeiten und auch dann zu Lessings und Fichtes und Lotzes Zeiten, irgendwo stark im Außen erfolgreichen Welt darauf hinzuweisen, dass es zwar in Ordnung ist, dass wir diese Kräfte kennenlernen, aber dass wir genauso die andere Dimension des Menschen, seine innere, die sie versucht haben, also mit Worten wie Liebe, Freude, Freiheit zu fassen, entwickeln können und früher oder später müssen, wenn es uns gelingen soll, so dieses Ganze irgendwo wieder ins Gleichgewicht
zu bekommen. Gut, das war's von mir und jetzt vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit.